Güljan Kamps, Dating-Format und Doku. Darauf freut sie sich 2024. Güljan Kamps ging mit ihrer quirligen Art als Moderatorin bei Viva in die TV-Geschichte ein. Im Interview mit InTouch Online hat sie über das anstehende Jahr und spannende Jobs gesprochen. Güljan Kamps ist nach dem Ende ihres Moderationsjobs bei Viva immer noch ein gern gesehener Gast im TV. Doch inzwischen ist die 41-jährige Mutter eines Kindes. Und damit ist für Güljan ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Gegenüber InTouch Online hat sie verraten, Mama sein ist meine Lieblings- und Lebensaufgabe. Ich habe mir immer Kinder gewünscht und bin einfach sehr glücklich, dass ich dieses Glück genießen darf. Es gibt in der Tat nichts, was ich ändern würde oder am schönsten finde. Alles vom Aufwachen bis ins Bett gehen und alles, was dazwischen passiert, ist für mich wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Silvester zugleich. Güljan Kamps, neue TV-Auftritte im Jahr 2024. Und obwohl Güljan Kamps in ihrem neuen Job als Mama vollkommen aufblüht und auch schon angekündigt hat, dass es für die Familie irgendwann noch mehr Nachwuchs geben wird, hat die Moderatorin im neuen Jahr große Pläne. Im Interview hat sie gegenüber InTouch Online ausgeplaudert, 2024 werde ich weiter aktiv als Influencerin für meine Supporter da sein und neue Dinge ausprobieren. Ab Mitte Januar wird es eine neue Dating-Show mit mir geben und ich drehe an einer sehr großen, emotionalen Doku für die RTL-Gruppe, die es im Sommer 2024 geben wird. Eine wirklich vielversprechende Ankündigung. Erst kürzlich feierte Güljan Kamps einen TV-Erfolg mit der Dokumentation Die Viva Story, zu geil für diese Welt, die damalige Erfolgszeit des Senders beleuchtet. Im Interview mit InTouch Online schwärmt die Moderatorin noch immer euphorisch von ihrem damaligen Job. Viva war eine besondere Zeit für mich. Die Kollegen und Freunde hinter den Kulissen waren einfach fantastisch und unser Publikum waren unsere größten Supporter. Die Stimmung im Studio war magisch.